Knut Fleckenstein soll die Hamburger im Europaparlament vertreten. Mit 97% wählten ihn die Delegierten für einen der aussichtsreichen Plätze auf der SPD-Bundesliste. Fleckenstein will nach 9 Jahren im EU-Parlament erneut antreten. Wer dem globalen Kapitalismus Regeln geben will, der muss für eine starke EU sein. Und unsere sozialdemokratische Antwort auf Donald Trumps America First heißt deshalb Europe United. Immer wieder verwiesen die Redner auf die Bedeutung eines geeinten Europa. Denn in der SPD ist vielen bewusst, dass die europakritischen Stimmen lauter werden. Parteichefin Melanie Leonhard ist deshalb wichtig, allen europäischen Staaten ein Leben in Wohlstand zu ermöglichen. Es gehört dazu, sich daran zu erfreuen, was wir geschafft haben. Aber es gehört auch dazu, darauf zu gucken, was für Einzelne noch nicht geglückt ist. Und dazu zählt auch, dass zum Beispiel bestimmte Regelungen der Arbeitsmarktfreizügigkeit für Menschen zum Beispiel aus Osteuropa nicht automatisch in ein sicheres und gutes Leben führen. Und darum werden wir uns kümmern müssen. Gastredner EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans stimmte seine Partei auf einen Wahlkampf in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus ein. Wir als Sozialdemokraten dürfen es uns selber nie erlauben, dass wir, weil wir Rechtsradikalismus ekelhaft finden, dass wir die Wählerschaft der Rechtsradikalen auch ekelhaft finden. Die Europawahl findet im kommenden Mai statt. Bei der letzten Wahl hatte die Bundes-SPD 27 Abgeordnete ins Europaparlament geschickt.